Ich begrüße euch zu einem illustren Spiel, beziehungsweise zu einer illustren Idee. Wir werden sehen, was es bringt. Ihr seht schon im Titel, Leute. Es ist einfach der Hammer. Es ist wirklich der Hammer, dass jemand auf diese Idee kam, dieses Spiel als altes C64, beziehungsweise fast schon Game Boy Color-artiges Spiel aufzubauen. Es ist die Originalstory des ersten Teils nachgebaut. Lucius the Make heißt das Ganze. Und gab es früher kostenlos mittlerweile auf Steam. Und ich wollte es mir unbedingt angucken. Deswegen, wir schauen einfach mal nur kurz rein. Und drücken auf einen, Luna-PC, genau. Ich nehme einfach mal Lunius. Und apply mal. Kann ich mit der Maus irgendwie vorwärts gehen? Ne, drück einfach Enter. Das müsste funktionieren. Ach, jetzt kann ich. Aha. So, es ist sogar der Original-Ladescreen. Herrlich ist das. Option, was haben wir denn für Optionen? Haben wir Deutsch? Wir haben sogar Deutsch. Oh, geil. Hint-System, allow collections of anime, bla bla bla. Presets, room transition slow. Lassen wir mal alles so, wie es ist. Ich mach kurz einen Cut. Wir sehen uns nach den Optionen wieder. So, alles eingestellt. Auch ein bisschen an der Auflösung verwurstelt. Und ich muss noch kurz mein, Overlay vom Aufnahmeprogramm umändern. Und wir starten ein neues Spiel. Es lädt. Jawohl, dass es das sogar auf Deutsch gibt, hätte ich es nicht erwartet. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich mir, als ich mir das Spiel angeguckt habe, nicht genau bedacht. Oh, da haben wir es dann. Es ist so cool, dass es das Lucius 1 einfach als 2D-Spiel gibt. Wenn ihr einen Let's Play davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gucken wir uns nur mal den ersten Part an. Dann könnt ihr euch das ganze Spiel auf jeden Fall runterladen oder kaufen, wenn ihr möchtet. Ist definitiv sehr interessant. Wer Lucius 1 noch kennt von mir damals, weiß, dass das Spiel ziemlich cool war. Besser als der zweite. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Hast du gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wäre es gestern. Zeit, die Kerzen auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Sehr gut. Das ist mein Junge. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und seine neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. Oder... Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Keine Ahnung. War ja Mary. Man erkennt es immer so schwer. Aufgrund der Pixel im großen Bildschirm. Kalt wie die Hölle. 6. Juni 1972. Alles klärchen. Es ist fast 10 Uhr. Mach dich Bett fertig. Will ich aber nicht. Ich will hier mit dem Vorhängeschloss spielen. Haben wir doch mal was Schönes. Auf E habe ich das Inventar. Okay. Ich kann mit Lucifer reden. Will das Vorhängeschloss an der Tür, indem du auf Space drückst? So machen wir doch einfach mal, wa? Schwupp. Bleib da weg, das ist kein Spielzeug. Temperatur. Achso, ich wollte ja hier genau. Jetzt haben wir es. Genau, jetzt können wir daran rumspielen. Und jetzt kommt die erste Todessequenz, die wir damals noch kannten. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie noch die alte Sequenz finde. Zum Einblenden als Vergleich. Links und rechts. Aber sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Allein wegen der Idee hat es schon mal einen Plus verdient. Weil es wirklich aussieht wie so ein altes Game Boy Color Spiel. Beziehungsweise wie so ein C64-Game. Boah, mit Todescreen. Jawollo. Oh, jetzt wird reingezoomt. Kommt jetzt etwa das Intro? Wir wissen es nicht. Du. Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals mit der Geburt eines kleinen Kindes an. Dante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind. Ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da, das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle, im Mittelpunkt von allem, stand der Junge. Mit Gaffen! Drücke auf Spatz, um fortzufahren. Machen wir doch mal. Kann ich jetzt wieder spielen? Ums. Okay, wir schlafen mal eine Runde. Und träumen jetzt wahrscheinlich wieder von Lucifer, so wie es im Originalspiel war. Genau, da sitzt er dann auf dem Sofa, der alte Sack. Lucius, da bist du ja, und hier bin ich, endlich, von Angesicht zu Angesicht. Ist das in Ordnung, du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen. Ich möchte mit dir über deine Berufung zu sprechen, mein Junge. Bester Deutsch, wo haben? Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtskind dort auf dem Tisch. Geburtstagskind, glaube ich. Ah, ich verlese mich jetzt gerne immer. Die Schritte sind ein bisschen merkwürdig für mich. Hör zu, nimm deine neuen Spielsachen und probiere sie aus. Ich habe Batterien. Dankeschön für die tollen Spielsachen.
Eine Taschenlampe? Kann ich die kombinieren irgendwie? Oh, wahrscheinlich von alleine. Okay. Ich kann mit der Taschenlampe nichts machen. Mal schließen Space. Auswählen Space. Left Arrow, Right Arrow. Ja, okay. Ich wähle die mal aus. Aber ich kann damit nichts machen. Merkwürdig, egal. Kombiniere Objekte, indem du dich drücken auf E in deinen Bestand öffnest und bei jedem der Objekte nacheinander auf Space drückst. Ach so, ah, so. Alles klalalalärchen. Jetzt kann ich sie nehmen. Du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. Okay. Schalte deine... Oh, in der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das folgende Schloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass es niemand findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Okay. Kann ich weitermachen? So, und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Geh jetzt, hol das folgende Schloss, bevor die Erwachsenen aufwachen. Schnupp, schnupp, schnupp. Dann geht's auf nach draußen. Durch die Wohnung. Zurück. Oh, es ist finster. Es ist dunkler als das eigentliche Spiel. Im eigentlichen Spiel konntest du wenigstens noch was erkennen. So erkennst du wirklich überhaupt nichts. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja, okay. Ich blick da nicht so ganz durch, aber... Wir machen erstmal die Taschenlampe an. Gehen hier durch, okay. Und die Treppe runter. Verriegelt. Dann die Treppe runter. Verriegelt. Hä, willst du mich rufen? Wieso ist hier alles verriegelt? Haben wir keinen Schlädel? Aber das sind doch die Treppen, oder? Ja, das verließ war die Treppe. Hier unten ist noch ein Raum, der verschlossen ist. Dann gehen wir mal hier rein. Ins Schisselhaus. Oh, hier ist ein Kreuz. Das können wir umdrehen. Ach, da wegen der, genau, wegen unserer Kräfte. Ich habe eine Zahnbürste aufgenommen. Waschbecken für Wasserhahn. Jetzt habe ich meine Zahnbürste verwendet. Habe mir die Zähne geputzt oder was? Ja, okay. Gut, das ist jetzt sehr. Alter, ist das düster. Man sieht echt überhaupt nichts. Ich kann auch mit Space die Taschenlampe benutzen. Alles klar, ist schon mal gut. Verriegelt kann ich hier irgendwie weiter. Ach, guck mal, da unten geht's runter. Hier kann ich aber. Jawoll. Muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwo die. Ach, ich muss noch weiter. Okay, hier geht's noch lang. So. Was? Wovon klopft dein Herzchen so? Warum klopft denn sein Herz so? Und warum ist die Musik so extrem monoton? Muss ich mal gucken, wo der Kühlraum war. Hier war der Fernseher. Ach, da oben ist der Speisesaal, genau. Ach, wir müssen jetzt mal das Kreuz drehen. Das war das Kreuz, was ihm so, aber so aus der Entfernung? Ja, leck mich fett. Hätte ich es nicht erwartet. So, wir haben das vorherige Schloss genommen und können jetzt eigentlich im Prinzip nach oben ins Zimmer gehen. Oh, jetzt kommt der Inspektor. Wegen dem Mordfall. Oh, ich hab da mal was. Ganz dringend zu erledigen. FBI, bitte machen Sie die Toilette auf. Ich hab Durchfall. Detektiv McGuffin, was haben wir hier? Das sieht nach einem Herzinfarkt aus. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Nom, 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 nom. Typische Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen uns an, aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Oh, das Gleiche. Hi, Jean. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte eine Wahl ja wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ja, echt mal. Was hat er mit jetzt damit zu tun, dass hier ein Unfall passiert? Ich konnte immer auf dich zählen, Jean. Fühl dich wie zu Hause. Ich muss noch etwas klären. Klingel nach Alastair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. Hoffe ich jetzt nicht? Warum? Sag ich mal, dass wenn auf eine Wahl irgendwie einen Eindruck haben sollte oder Einfluss haben sollte. Rauchen tötet! Kapitel 2 kommt jetzt. Spielzeugauto! Oh, geil! Ich habe hier noch Sachen. Kann ich auch mitnehmen? Jawohl, wie kann ich eigentlich die Items benutzen? Früher hat man die immer in der Hand gehabt und konnte die dann irgendwie mit sich rumtragen. Ich brauche jetzt aber keine 1000 Spielzeugautos. Ja, leck mich am Arsch, ey. Der Bär hat eine Mitteilung. Ich werde gelegentlich auftauchen und Hinweise geben. Oh, ja, nice. So, was ist das hier? Die Karte?
Das ist unser Zimmerchen. Können wir eigentlich auch irgendwo speichern? Ja, natürlich können wir speichern. Spiel speichern, dankeschön. Was haben wir noch? Zum Beispiel laden, Level neu starten, Statistiken. Okay, die interessieren mich überhaupt nicht. Spielzeugkiste. Ah, jetzt haben wir das. Eine Box Spielzeuge. Es passen bis zu 5 Spielzeuge hinein. Ja, gut, das ja, ist jetzt spannend. Okay. Man kann die Spielzeuge benutzen, indem man Leertaste drückt. Aber im Endeffekt passiert da nichts. Was ist denn heute meine Aufgabe? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Was ist das denn? Der Schlüpfer der Macht! Es gibt ihn auch hier! Weißer Schlüpfer! Yay! Der Schlüpfer der Macht! Oh. Richtig frisch getragen. Wunderbar. Es gibt ihn. Den Schlüpfer. Herrlich, ey, Leute. So, die Frage ist jetzt wirklich, was soll ich tun? Was ist zu erledigen? Verrieselt. Verrieselt. Gut, dann gehen wir durch die einzelnen Zimmer. Weiße Socken. Ich brauche jetzt keine weißen Socken. Oh, Hallöchen. Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Geh doch nach unten und siehe fern oder so. Okay, Ivor, du bist ganz schön... Gib dir mal den Schraubendreher mit. Und die Glühbirne. Man kann alles Mögliche mitnehmen hier. Man kann alles gebrauchen. Also gehen wir einfach nach unten spielen. Nee, genau, hier war der Scheiß aus. Wo musst du nochmal hin? Oh, Hallöchen. Momentchen mal kurz. Nancy. Keine Sorge, Lucius. Mary ist jetzt an einem besseren Ort zusammen mit ihrem Mann. Ja, interessiert mich doch nicht. Ich bin der Sohn des Teufels, wa? Ich hau hier alle kaputt. Lass mir Ruhe, ey. Bin ich hier falsch? Hier war Ivor, genau. Wo ist denn jetzt hier? Ach genau, da unten geht's lang. Ah. Auf nach unten. Rauchen ist tödlich. Man musste ja damals immer gucken, um zu schauen, wo man hin muss. Das ist alles verriegelt. Geht die jetzt da raus? Die geht da raus. Aber ich kann nicht, oder was? Oh, da qualmt er. Da qualmt er die Sau. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Okay. Die Frage war jetzt nochmal, Streichhölzer nehme ich mal mit. Wie töten wir ihn? Was war nochmal die Aufgabe, wie wir ihn umbringen können? Mit einem Schraubendreher könnte man Sachen kaputt machen. Das ist schon mal interessant. Das ist eine Glühbirne. Das interessiert. Hast du meine Streichhölzer gesehen? Okay. Ich habe seine Streichhölzer, aber die müsste ich manipulieren wahrscheinlich, oder? Mit irgendwas, das sich im Haus finden lässt. Schauen wir uns mal um und gehen ihm hinterher. Woher kommt dieses Feuer? Ah, jetzt geht's. Was braucht einfach so lange? Ich muss in eine Schreiterwinde. Ach, genau. Er geht immer zum Ofen. Der Säufer macht das sicherlich nicht selbst. Alles klärchen. Okay. Ich habe die Idee. Genau, ich mache den Ofen kaputt mit dem Schraubendreher. So war das damals nämlich auch. Schraubendreher benutzt. Gasofen, mit dem manipuliert wurde. Dann lege ich die Streichhölzer irgendwie daneben. Oh ne, ich muss die Streichhölzer nur wegnehmen. Müllbeutel. Okay. Jetzt haben wir einen Müllbeutel. Oh, Schnieke. So, vielleicht kann er ja... Wenn wir nochmal mit ihm quatschen, geht er vielleicht zum Ofen zurück. Ja, ich muss mal schnell... Ich brauche... Schnell gesehen. Okay, jetzt folgen wir ihm. Jetzt. Das war damals im ersten Teil auch so, da musste man den Ofen manipulieren, dann ist der Ofen irgendwie explodiert und sein ganzer Kopf wurde voll weggesplattert. Na, nicht so krass, aber er ist verbrannt. Ich fand den ersten Teil noch so gut. Ich würde am liebsten nochmal Let's Play. Ich hab da voll Bock drauf. Genau. Auf zum Ofen bitte und stirb. Jetzt geht's los. Dudeludelu und? Und? Ja, bitte? Gibt's da eine coole Death Screen? Oder eine coole Animation? So richtig schön C64-like? Wie geil das immer hin und her schmeckt, ey. Ja, genau. Perfekt. So ist es. So ist es schön. Bom, bodom, bom, bom. Ah. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ziemlich unheimlich. Gene war mein Wahlkampfleiter, seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein, aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen.
muss mit dem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja, so ist das nun mal. So sterben Menschen, liebe Leute. Gut. Das war sehr schön, muss ich sagen. Telekinese-Übung, unsere erste Fähigkeit. Aber wir drücken erstmal auf Spiel speichern. Bevor wir unsere erste Fähigkeit holen, mache ich erstmal ein Päuschen, denn ich möchte erstmal abwarten, wie ihr das so findet. Wollt ihr, dass ich daraus ein ganzes Let's Play mache aus Lucius D-Make? Das ist quasi das ganze original erste Spiel in 2D runtergebrochen auf C64, Amiga-Grafik. Teilweise, wie gesagt, Game Boy Color-Verhältnisse damals. Noch, eigentlich sogar noch älter, weil Game Boy Color hat da schon ein bisschen mehr Konturen. Aber trotzdem, was haltet ihr von der Idee? Wie findet ihr das Spiel an sich? Wie findet ihr die Umsetzung? Und wie würdet ihr es finden, wenn daraus ein Let's Play entstehen würde? Oder aber sagt ihr einfach, naja, so geil war es jetzt nicht. Reicht so zum Reinschnuppern. Ich lade es mir runter und spiele es lieber selber. Könnt ihr ja alles in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla.